Hallo, in diesem Video geht es um Informatik und zwar genauer gesagt, was ist ein Volladierer? Das Ganze gucken wir uns mal an, nicht nur was es ist, sondern ich habe hier auch verschiedene Sachen vorbereitet, wo wir mal uns angucken werden, wie das Ganze konkret aussieht. Aber erstmal ein bisschen Theorie. Was ist eigentlich ein Addierwerk? Das ist sehr wichtig in der Informatik, weil es ermöglicht, die Addition zweier mehrstelliger Binärzahlen. Und wer sozusagen addieren kann, der kann eigentlich auch alle anderen der vier Grundrechenarten erledigen, weil die sich alle auf die Addition zurückführen lassen. Multiplikation ist zum Beispiel sehr einsichtig. 4 mal 4 ist das gleiche wie 4 plus 4 plus 4 plus 4 und so weiter. Das Addierwerk ist ein zentrales Element des Rechenwerks eines jeden Prozessors. Um die Sache zu verstehen, machen wir einen Ausflug in die Grundschule. Wir addieren 14 und 28, so wie man das dort gelernt hat. 4 plus 8 ist 12, das heißt, man schreibt die 2 hin, hat dann 1 im Sinn und 1 plus 2 plus 1 ist dann entsprechend 4 und 42 ist das Ergebnis. So hat man das irgendwann mal gelernt, wie man schriftlich addiert. Jetzt das Ganze mit Binärzahlen. Die erste Stelle von rechts ist sozusagen 2 hoch 0, dann kommt 2 hoch 1, 2 hoch 2 und so weiter. Deswegen addieren wir hier 3 plus 3. Und 1 plus 1 ist sozusagen 2, schreibt man dann entsprechend als 1, 0. Die 0 schreibt man hin, 1 im Sinn. Und 3 mal 1 ist 3, schreibt man als 1, 1, die 1 hin, die 1 im Sinn. Und ja, 1 ist halt 1, also 1, 1, 0 kommt raus. Und das ist im Prinzip 2 hoch 0 mal 0, 2 hoch 1 mal 1, 2 hoch 2 mal 1. Ist 6. Ja, 3 plus 3 ist 6, also stimmt. Und jetzt können wir uns angucken, wie das Ganze mit dem Addierer funktioniert. Dazu schauen wir uns als erstes einen Halbaddierer an. Das ist praktisch ein Addierer, der mit Überträgen nichts anfangen kann. Ein Halbaddierer besteht aus zwei Bausteinen. Ist gleich 1 ist praktisch ein Entweder-Oder. Und das und, ja, ist ein und. Und S ist sozusagen das Ergebnis und C ist der Übertrag. Und X und Y ist praktisch die Eingabe und das insgesamt ist ein Halbaddierer. Und jetzt gucken wir uns entsprechend den Volladdierer an. Der Volladdierer nimmt auch den Übertrag. Das heißt, er hat jetzt drei Eingänge, nämlich auch C heißt Carriage, ist der Übertrag. Und wenn ich jetzt genau gucke, sehe ich, das sind im Prinzip zwei Halbaddierer, die hier zusammengeschaltet sind mit Hilfe eines Oders. Größer gleich 1 ist ein Oder, gleich 1 war entweder oder. Und dann habe ich S ist natürlich wieder mein Ergebnis und C out oder C out ist Carriage, ist praktisch dann wieder der Übertrag, den ich sozusagen in den nächsten Volladdierer gebe. Wenn ich mehrere Volladdierer dann zusammenschalte, kann ich natürlich auch eine mehrstellige Zahl addieren. Ich habe hier was Besonderes. Ein Volladdierer, aber einer mit Relais. Das ist, habe ich tatsächlich mal selber gebaut, um einfach mal zu zeigen, wie das so funktionierte. Hier habe ich praktisch die drei Eingabebits, also zwei Zahlen, die man addiert, plus halt den Übertrag. Und hier ist die Ausgabe, die Ergebnisstelle und der Übertrag. Dieser integrierte Schaltkreis, der sich hier verirrt hat, der ist nur für diese 7-Segment-Anzeige da. Der übersetzt sozusagen die Ausgabe in hier etwas als Dezimalzahl. Und diese komischen Dinger hier, das sind die Vorwiderstände für die LEDs. Ja, das ist, wie gesagt, man sieht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Relais, um das Ganze zum Laufen zu bringen.
Und wenn man sich überlegt, eine 8-Bit-Zahl bedeutet, dass man 8-mal dieses Teil braucht. Ja, gucken wir mal, was das Teil so macht. Es gibt eine kleine Vorführung, erstmal ein kleiner Test. Und jetzt gibt es eine kleine Vorführung, wird einfach eine mehrstellige Zahl addiert. Also Bit für Bit. So hörte sich Rechnen tatsächlich zur Zeit der Relais-Computer an. Und jetzt haben wir hier einfach nochmal verschiedene Sachen. Einmal hier der Übertrag, jetzt ist mal Bit 2 an. Der Übertrag plus Bit 2 gibt natürlich korrekterweise 2. Hier das eine Bit ist dann 1. 2 Bit ist 2. Zwei andere Bits, das ist auch wieder 2. Und alle 3 Bits ist dann 3. Also, funktioniert. Und wie gesagt, mit Relais. Hier habe ich das Ganze nochmal als integrierten Schaltkreis. Hier ist der Volladdierer. Wobei man schon an der Anzahl der Lämpchen oder beziehungsweise LEDs sieht, der kann 4 Bits jeweils, also zwei Zahlen auf 4 Bits zusammen addieren. Hier sind natürlich 5 Bits, das sind die 4 Bits plus der eine Übertrag. Nimmt natürlich selber auch, weil es ein Volladdierer ist, ein Übertrag. Der ist jetzt hier aber nicht auf dieser Platine drauf. Schauen wir mal, habe ich hier, sind einfach nur mal so ein paar Beispiele, das kann man so im Kopf rechnen, ob das stimmt. Eins, das ist im Prinzip die 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Also 1, 2, 4, 8. Und gelb ist die erste Zahl, rot ist die zweite Zahl und da auch wieder 1, 2, 4, 8. Und hier entsprechend 1, 2, 4, 8 und 16. So, dann habe ich hier nochmal ein zweites Beispiel. Nur eine einzige Zahl. Und noch ein Beispiel. Und jetzt kann ich beginnen, zum Beispiel zu kombinieren. Oder dieses mit diesem Beispiel. Das mal eine Weile lasse, dann kann man so ein bisschen überprüfen, ob es stimmt. Die gelben wäre 1 plus 2 plus 4.
sind 7. Dann hätte ich bei den Roten 1 plus 4 im Angebot ist 5, 5 plus 7 müsste 12 sein. Und jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Die 1 leuchtet nicht, die 2 leuchtet nicht, die 4 leuchtet und die 8 leuchtet, also 12. Insofern stimmt das Ganze. So, und jetzt kann ich hier nochmal das und das habe ich kombiniert, das und das kann man kombinieren. Und dann alle 3. Ja. Soweit. Der Volladierer jetzt als kleiner integrierter Schaltkreis. So ist das natürlich, das sieht man halt mal den riesen Unterschied, was das für einen Entwicklungsschritt bedeutet, wenn man das nicht mehr mit Relais, sondern mit integrierten Schaltkreisen machen kann.